Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Ich habe heute eine Alpha-Version einer Schnittsoftware für Einsteiger da. Und zwar ist es Casablanca Bogart für Windows. Ist eigentlich ein Hersteller, der bisher Standalone-Schnittsysteme hergestellt hat, nun erstmals für Windows programmiert. Und das ging relativ flott nach eigenen Auskünften der Hersteller, sodass sie bereits jetzt eine Alpha-Version haben, die sie uns vorgestellt haben. Die Software ist recht einfach zu bedienen und man sieht es hier, man kann sie recht geschickt auf einem Tablet laufen lassen. Das ist die eigentliche Idee, die wohl auch auf Dauer sehr erfolgsversprechend sein könnte, denn die Software ist tatsächlich von der Bedienung her sehr auf Tablets schon optimiert. Noch nicht 100% optimal, aber es ist ja auch noch eine Alpha-Version. Wir zeigen jetzt mal auf einem normalen Rechner, wie sich die Software bedienen lässt und das geht wirklich relativ fix und funktioniert schon recht gut. Abstürze hatte ich bisher zumindest noch nicht. Legen wir einfach mal los, zeigen, was geht. Das ist der Startbildschirm von Bogart SE, so wie ihn Casablanca-User auf den Linux-Systemen schon kennen. Genau dasselbe hat Macrosystem auf Windows adaptiert, das heißt, die Oberfläche ist wirklich definitiv unverändert. Man kann jetzt hier als erstes mal hingehen und Projekteinstellungen treffen. Wir können zum Beispiel hier gleich mal ein Projekt in 1920x1080 einstellen und 50 Hertz. 50p kennt das System nicht. Wenn man 50p Videos einlädt, werden die automatisch konvertiert. Hier kann man noch einen Namen geben. Machen wir einfach mal und sagen OK. Dazu kann man dann auch die Tastatur verwenden. Und damit haben wir ein neues Projekt angelegt in den uns gewünschten Projekteinstellungen. So, jetzt gehen wir auf Aufnahme. Hier ist eine Änderung gegenüber den Casablanca-Systemen, nämlich es gibt gar keine Möglichkeit mehr analoge Videos reinzuladen, aber dafür gibt es gar kein Problem, die digitalen Dateien einzuladen. Und das ist ja in der Regel das, was man viel öfter braucht. Drum machen wir jetzt einfach mal hier ein paar Videos rein. Die ganz langen lassen wir jetzt einfach mal weg, sonst brauchen wir zu lang und machen hier einfach mal öffnen. Was jetzt passiert, ist eine Wandlung. Das heißt, das Video wird einmal in das System eingelesen und dabei in ein iFrame-only, also sprich aus lauter kompletten Vollbildern bestehendes Video gepackt. Das hat den Vorteil, dass hinterher das Video ganz deutlich besser sich bearbeiten lässt, flüssiger sich bearbeiten lässt und die Prozessorlast dadurch sinkt. Der Nachteil ist, man hat die ganzen Videodaten noch einmal auf dem Rechner drauf liegen. Das heißt, es ist an für sich sinnvoll, das zu machen beim Import direkt von der Speicherkarte. Dann hat man sie nämlich wirklich nur einmal auf dem Rechner liegen und das eben gleich im richtigen Codec. Nachdem das Video jetzt eingelesen ist, kann man hier in die Bearbeitung einsteigen. Gehen hier auf Bearbeiten. Da sind jetzt die Videos, die ich alle vorhin importiert habe und kann nun hier auf Trimmen gehen. Dazu kann ich einmal hier in klicken und nun mit der Maus leicht nach rechts ziehen, um den In-Punkt zu setzen, beziehungsweise hier den Out-Punkt zu setzen, indem ich hier zurückfahre. So. Jetzt habe ich also die Szene am Anfang und am Ende beschnitten, sage, das ist in Ordnung so und gehe zurück in das Bearbeiten-Fenster, sage Einfügen. Damit ist das erste Video mal drin. Das zweite trimme ich auch nochmal. Einmal hier auf In gehen, einmal hier auf Out gehen. Und ebenfalls dieses Video hier auf Einfügen gehen. Jetzt kriege ich die Frage, ob ich das davor oder danach einfügen will. Ich will es immer danach einfügen. Die Frage kommt nie wieder, weil ab sofort werden immer die neuesten Videos hinten rangehängt. Also wenn ich hier hingehe und sage Einfügen, dann habe ich schon wieder das nächste Video drin. Auf die Art und Weise baue ich jetzt den ganzen Film auf. Und das geht recht fix und sehr, sehr flüssig. Eine der Besonderheiten des Systems ist, dass es ein sehr ausgefeiltes Insert-System hat, also einen Insert-Schnitt machen. Das heißt, ich lasse die Hauptszene bestehen, sodass auch der Ton in der Hauptszene genommen wird und kann dann ein Video darüber legen. Das zeige ich jetzt einfach mal. Hier habe ich ein längeres Video gemacht und dieses Video, das will ich jetzt quasi da einfügen. Dazu trimme ich das einfach auch nochmal.
und sage, okay, hier den Anfang ein bisschen kürzen, das Ende deutlich kürzen. So. Und dieses Video möchte ich da jetzt einfügen, indem ich dieses hier auf Insert gehe. Und jetzt wird mir automatisch angezeigt, wo ich das haben will. Jetzt kann ich auf Trimmen gehen und kann quasi die Szene in sich verschieben. Kann also quasi jetzt sagen, okay, wo soll denn das Video sitzen? Oder kann es auch nach hinten schieben. Das ist sehr komfortabel. Man kann auch das Trimmen noch dazu, sodass man auch noch den Ein- und den Ausstieg nochmal editieren kann, wenn es nicht ganz genau passt. Beziehungsweise man kann das Schieben auch so machen, dass man quasi sieht, wo das Bild sitzt. Das ist auch sehr komfortabel. Da sieht man quasi immer das Startbild und das Endbild und kann genau beurteilen, passt denn mein Insert, also das, was da eingefügt werden soll, genau in diese Szene da rein. So, jetzt habe ich also schon mal ein paar Videos hier drauf liegen, nacheinander, habe hier auch einen Insert-Schnitt gemacht. Jetzt kann ich noch Effekte machen, das ist relativ einfach. Dazu gibt es hier ein eigenes Menü oder, um das auch gleich zu zeigen, vom Startbildschirm gibt es auch hier das Übergangsmenü. Und da kann man quasi jetzt definieren, okay, von dieser Szene auf die Szene möchte ich eine Überblendung setzen. Gehe hier auf Überblendung, sage Einfügen und schon ist es fertig. Und wenn ich mir das jetzt in der Vorschau angucken will, dann sieht man das auch schon. Eine ganz normale weiche Blende. Man kann das auch noch mit einem Schiebeeffekt machen oder mit Schieber. Es gibt also eine Reihe von Standardblenden, die hier dabei sind. Eigentlich alles das, was man schon so kennt und was man eigentlich so braucht. Mehr braucht man eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Im Bereich der Langzeiteffekte ist eigentlich alles dabei, was man wirklich braucht. Ganz wichtig dabei die Farbkorrektur, die Steuerung der Farbtiefe, aber auch Kunstfilter wie ein Filmmodus, Flip oder Kohlezeichnung, Mosaikeffekt ist dabei. Es sind auch das Verteilen und Unschärfe dabei. Viel wichtiger ist ganz sicher der Weißabgleich. Wenn man da einfach jetzt mal drauf geht und hier sagt, ich gehe auf die Referenzfarbe und sage, hier oben möchte ich wirklich mein Weiß haben. Das soll also weiß sein, dann habe ich hier so einen Referenzpunkt, den kann ich da draufsetzen, sage, das ist mein Referenzpunkt, okay, und ab da definiert er, das ist weiß und berechnet alles neu, das funktioniert sehr schön. Gegenüber dem Casablanca-System ganz deutlich verändert hat sich inzwischen der Titel, das ist auch ganz erfreulich, weil bei Casablanca arbeitete der immer noch im 4:3-Format, wohingegen wir ja inzwischen eigentlich durchgehend im 16:9 Format in HD aufnehmen. Ich habe hier jetzt einfach mal einen Titel angelegt, gehe hier drauf, sage Text eingeben und hier habe ich eben schon einen Titel eingegeben, kann hier zum Beispiel auch die Schrift ändern. Das ist aber eine klare Einschränkung gegenüber Windows. Hier sind also nicht gleich automatisch alle Windows-Systemschriften drin und erkannt, aber ich habe die Option, Schriften zu importieren. Von daher ist also schon durchaus etwas machbar. Es gibt auch weiterhin bei Casablanca die Möglichkeit, die Zusatzoptionen zu kaufen und da sind auch videooptimierte Schriften wieder mit dabei. Hier kann ich also jetzt einfach mal eine andere Schrift auswählen, kann den Stil wählen. Hier habe ich jetzt also einen leichten 3D-Effekt gewählt gehabt. Wenn man den zu grob macht, dann sieht es immer etwas billig aus, um das mal so zu zeigen, wobei es geht in dem Fall. Wobei die Schriften, die im Paket jetzt so drin sind, schon sehr Geschmackssache sind. Ich finde eigentlich so neutrale Schriften immer etwas besser. Aber ich kann hier noch die Zeichenbreite definieren, ich kann hier den Zeichenabstand definieren, all das, was man eigentlich von einem Titler erwarten darf und kann auch hier noch weitere Titel anlegen, weitere Tafeln nennen sich das hier in dem System, sodass man also auch eine ganze Abfolge bestimmen kann. Der Titler, der ist jetzt derzeit noch nicht hundertprozentig stabil, das war der einzige Bereich, in dem ich tatsächlich mal zwei Abstürze hatte, wobei es sehr harmlos war, verloren ging gar nichts, das System speichert nämlich die ganze Zeit im Hintergrund weiter, sodass jeder Schritt quasi mit gespeichert ist und auch nichts verloren geht. Nach dem Neustart ist alles wieder da. Das ist eigentlich schon mal sehr schön. Am Ende der Filmbearbeitung steht die recht wichtige Audiobearbeitung. Die macht einfach einen Film dann rund. Dazu muss man natürlich Musik einladen. Das geht über dieses Menü.
wo ich wieder diesen roten Aufnahmeknopf finde und da bei im Importmenü für Audio lande. Da nehmen wir einfach dieses Musikstück, importieren das. Das macht die Software automatisch. Das ist in dem Fall eine MP3-Datei. Es gehen aber auch der direkte Import von der CD oder auch von USB-Stick oder von jedem Speichermedium. Das ist also überhaupt kein Problem. Dann geht es anschließend hier unten in das Menü für die Audiobearbeitung. Hier haben wir jetzt also so etwas Ähnliches wie eine Timeline. Hier oben ist der Film mit den verschiedenen Tonstücken. Hier unten ist eine Extraspur für die Sprachaufnahme, sodass ich also direkt ein Overlay reinsprechen kann und eben verschiedene Musikspuren. Wenn ich jetzt die Musikspur einfach mal aktiviere und sage, jetzt hier vorne wollen wir etwas einfügen, nämlich diese Musik, die ich gerade gemacht habe, dann passiert es einfach schon automatisch und die Musik liegt jetzt direkt darunter und kann jetzt hier mit der Lautstärke geregelt werden. In dem Fall muss ich hier immer noch auswählen, was ich als Korrektur machen will. Wenn ich jetzt hier sagen will, ich will die Ton absenken, prinzipiell, oder auch hier von diesem Ton die Korrektur durchführen, dann muss ich hier oben auf die Kamera gehen und kann hier also auch nochmal eine Absenkung machen. Ist recht einfach und logisch in der Bedienung und das macht auch relativ viel Spaß. Ganz am Schluss, ganz logisch, steht dann am Ende der Export. Export heißt fertigstellen, gibt es ein eigenes Menü. In der Regel wird man heute also eine Datei ausrechnen. Dazu bietet es Casablanca für Windows, AVI, MPEG 2, H264 und MPEG 4 ein. Das sind die vier Formate, die eigentlich üblich sind und von jedem Rechner wiedergegeben werden können. Ich kann dann mit einem Klick auf Storyboard sichern, die Berechnung anstarten. Das braucht natürlich, auch da ist die Software noch nicht hundertprozentig fertig. Da merkt man, dass sie noch nicht ganz so schnell ist, aber das wird schon noch, davon kann man ausgehen. Was der Software fehlt, ist die Möglichkeit, eine Blu-ray oder eine DVD zu brennen. Dazu gibt es eine Zusatzoption, nennt sich Arabesque und muss dazu gekauft werden. Das war also die Vorstellung von Casablanca für Windows. Eigentlich eine Software, die bisher auf Linux lief und auf Standalone-Systemen. In jedem Fall spannend für Leute, die schon auf Casablanca geschnitten haben und die nun einen passenden Partner für Windows suchen. Vielleicht auch Projekte austauschen wollen zwischen Casablanca Standalone und Software. Ist also quasi eine Art Vorschnittsoftware. In jedem Fall auch spannend für Einsteiger, die sich gerne an der Hand nehmen lassen. Das ganze Programm ist im Moment noch in einer Alpha-Version, aber schon sehr stabil. Zur IFA soll es soweit sein, dann wird das Programm wirklich verkauft. Wir sind sehr gespannt, verfolgen es weiter und Sie verfolgen uns am besten weiter, entweder auf YouTube oder auf www.videoaktiv.de. Bis dahin viel Spaß beim Video machen. Tschüss.